Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück in Synapsia. Ein wunderschöner Herbsttag beginnt, der letzte übrigens in dieser Saison. Dann kommt der Winter und ich habe Großes vor. Was heißt Großes vor? Ich habe Dinge vor. Wir fangen an und werden einen Hühnerstall bauen. Der Hühnerstall, der wird... Wie ich die dazwischen kriege? Nee, das mache ich nicht. Den werde ich hier oben hinsetzen. Neben diesen wunderschönen Bäumen. Dazu habe ich mir schon Holz besorgt. Guten Morgen, Amelia. Wir werden den hier nebendran setzen. Und bauen dazu ein Landwirtschaftsgebäude, einen Hühnerstall. Und zwar, der wird hier nebendran kommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie tief der ist. Können wir das Ding so setzen? So geht's nicht, ne? Der ist halt so hoch hier auf dem... Da wäre mehr im Boden. Ich ihn doch vielleicht woanders hinsetze, aber das ist nur, glaube ich, hier drüben ist es so schön flach. Ich könnte auch hier so zwischen die Felder setzen. Allerdings, wenn wir dann neue Felder haben wollen, steht er so ein bisschen im Weg. Warte mal, was ist denn hier dazwischen? Leider nein, leider gar nicht. Das ist auch zu knapp da zwischen den Gebäuden. Ja, wenn wir ihn halt so bauen, steht er halt aus dem Boden raus, ne? Das ist halt mit diesem Sockel, das ist nicht so schön. Wenn wir ihn hier so an die Kante setzen. Wobei, wir brauchen ja noch, wir werden ja irgendwann mal, werden wir noch, wir könnten auch hinter die... Was ist das hier nochmal? Das ist die Schneiderei, ne? Warum nicht hinter die Schneiderei? Weil hier überhaupt nichts. Hier könnte man hinsetzen. Was ist das nochmal? Das ist die Schmiede. Hier hinter und dann da hinten gegen vielleicht die Kühe sogar hier an den Hang. Wenn das denn überhaupt funktioniert, wenn das hier nicht zu steil ist. Hier wird er auch hingehen. Halt so gedreht. Nee, ich stelle das hier nebendran, so wie ich es vorhatte. Ich mache es hier nebendran. Ich finde nämlich die Scheune ist eine schöne Position. Boah. Nee. Nee, das mit dem Sockel muss ebenerdig. Das sieht ja aus. Nee. Nee, sorry. Da, da hole ich mir nochmal 6 Holz. Das Ding ist so hässlich, das kommt hinter die Scheune. So. Da holen wir uns nochmal 6 Stück. Wie viel Platz haben wir denn? 20 Kilo können wir tragen. Alles klar. Das ist nicht schön. Nee, das ist nicht im Vergleich zu den sonstigen Häusern. Wenn das Ding jetzt so einen Sockel wie diese Häuser hätte, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Aber dieses, diesen Klotz da, das finde ich wirklich nicht schön. Dann kommt der in die Schmiede, da sieht ihn auch keiner. So, wie weit können wir hier ran? So. Ja, das ist schon besser. Das ist zwar immer noch nicht schön, aber... Naja. Ist wenigstens schattig für die Hühner. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. So, was braucht ihr hier? Ist das noch... Schon fertig? Nein. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. So. Okay. So, da brauchen wir ein Rundholz und fürs Dach werden wir wahrscheinlich einen Rundhölzer brauchen, gehe ich mal davon aus. So, ein Rundholz. Entschuldigung. Okay, ein paar Stöckchen, ein bisschen Rundholz. Und was will das Dach haben? Auch ein Rundholz und ein bisschen Stroh. Holen wir doch mal. So, Flachshalm, Flachs. Wo haben wir denn Stroh? Hier haben wir Stroh. Ich weiß nicht, wie viel das braucht, aber ich glaube, dass es nicht so viel ist. Und keine Ahnung. 6 Rundhölzer und ein paar Stöckchen. Hier. So. Bam. Oh nein, ich muss wieder laden. Das mache ich gleich. Bauer steht wieder rum.
Wobei es in dem Herbst, da wird er wahrscheinlich gar nicht viel machen. Wie komme ich denn hier ran? Okay. Ah, okay. Gut, dass ich ein bisschen mehr eingepackt habe. Und gut, dass ich so fleißige Mitarbeiter habe, die die Materialien anschleppen. Und dass ich einen Eisenhammer bekommen habe. So. Hühnerstall abgeschlossen. Aber da sind jetzt noch keine Hühner drin, meine ich. Ne, die kommen dann erst. Okay, dann müssen wir Hühner kaufen. Die sind... Muss man mal gucken, wie teuer die sind. So. Jetzt gehen wir mal runter ans Wasser. Wie viel kostet uns denn die Fischerhütte? Das ist die Jagdhütte, das ist die Fischerhütte. Da brauchen wir 8 Rundholz. Das nehme ich jetzt mal mit. Dann machen wir nämlich auch direkt die Hütte. Dann können wir unten was trinken. Wie viel haben wir einstecken? Wir haben 3 einstecken, also nehmen wir 5 mit. 12, wir können... Na gut, das wird eine langsame Nummer. Wir müssten eventuell hier so ein bisschen was ablegen. Guck mal, das Fleisch haben wir 3 Kilo. Guck mal, am Wasser auch direkt mal unten was trinken. Dann packen wir das Fleisch jetzt hier in die Vorratskammer. So. Das ist auch überladen. Egal. Uns direkt mal waschen. Können wir auch direkt was trinken aus dem Waschzuber. Hammer wird auch sauber gemacht. Rostet wahrscheinlich direkt vor sich hin. So, eine Fischerhütte. Na gut, ich würde sagen, die kommt natürlich auf die Seite hier, ne? Irgendwie hier so in dem Bereich. Jetzt erstmal was trinken, bevor wir hier verdorsten. Ein wunderschöner Tag. Bin echt froh, dass es nicht die ganze Zeit regnet. Hier ist doch wunderbar, oder? So, Gebäude, Fischerhütte, das. Muss die ins Wasser? Wo ist denn hier? Da ist ein Steg. Oder? Ist das Ding hier ins Wasser? Nö. Ah doch, muss ins Wasser. Vielleicht können wir den Steg dann quer dreht. Ja, das würde gehen. Mal gucken, ob wir das noch so setzen können, dass es... Ah, ja, da war was. Vielleicht so, oder? Dass man auf den Steg draufkommt. Wie ist das Ding denn gebaut? Da ist wohl ein Eingang. Und da könnte auch ein Boot anlegen, oder? Ist da der Eingang? Ha, gute Frage, wie das Ding aussieht. Also da scheint eine Umrandung zu sein. Und dann kommt der Eingang. Ich drehe es mal so. Ist das gut so? Ich sage jetzt einfach mal, das passt, wa? Ja. Ja, genau. Hier ist die Treppe. Das ist doch perfekt. Das ist doch gut. So. Hübsch. So. Anders könnten wir ja gar nicht hier rein auf die Hütte, ne? Man muss ja hier rein. Also von da ist der Eingang super. Kann man hier stehen und angeln. Ich glaube, das ist perfekt gewählt. Cool. Okay, da brauchen wir noch ein bisschen Rundhölzer. Dann machen wir erstmal die Stöckchen hier rein. Achso, muss man hier die Wände noch? Die Wände kann man nicht ändern. Nö, kann man nicht ändern. Ist alles festgelegt bei der Hütte. Müssen wir sogar noch mal Stöcke holen. Stroh haben wir hier direkt neben dran, würde ich sagen. Jetzt hat er aber... Was war denn das für ein Turbo? Ich glaube, das ist mein geskillter Bauturbo, oder? Kann das sein? Ich hatte ja irgendwann mal diesen Bauskill erhöht. So, Rundholz. Was brauchen wir hier noch? Noch mal ein paar Stöckchen. Ein bisschen Stroh.
Okay. Also, diverse Rundhölzer, ein bisschen was an Stroh. Das können wir jetzt alles holen oben aus dem Lager. Also, unser Dorf wird doch, oder? Ich finde es echt gut mittlerweile. Es wird richtig schön. Synapsia wächst und gedeiht. So, da, keine Ahnung, wie viel wir da brauchen. 6, 7, 17 Kilo. Dann brauchen wir ein bisschen Stöckchen. Fünf Kilo. Und ein bisschen Stroh. So, so müsste es gehen. So, dann bauen wir hier die Fischerhütte auf. Bin ein bisschen langsamer unterwegs. Ha, schee. Was für grüne Steine hier. Voll die bemoosten Steine. Okay. Ich glaube, wir haben nicht genügend Steine... Quatsch, Äste, Steine, jetzt haben wir es bald durch. Rundholz dabei. Okay. Okay. Da haben wir kein Rundholz, da fehlt noch ein Rundholz, da fehlt noch ein Rundholz, also drei Rundholz. Vier Rundholz. Vier Rundholz, dann haben wir es. Sweet. Oder ist hier noch mehr? Moment, da oben noch. Nee, 5 Rundholz, 6 Rundholz. Ganz schön viel Material für so eine kleine Hütte. Okay, 6 Rundholz. Wir nehmen mal lieber 7 mit. Dann machen wir das eventuell fertig. Was ist denn hier los? Der steht auch noch rum. Hallo, Osmund. Okay, ganz kleinen Moment mal. Wir machen mal Folgendes. F5. F9. Wir laden mal ganz kurz, weil ich habe das Gefühl, dass die NPCs wieder ein bisschen fest kleben. War ja schon unser Feldarbeiter, war schon da nicht am Arbeiten und unser Wirt ist auch nicht am Machen. Gut, ich meine, ich habe viel gekocht, ne? Eigentlich brauchen die halt auch nicht viel. Das ist halt schon so ein bisschen... Mal gucken. So. Ah ja, geht zur Arbeit. Ich glaube, er hat nichts zu tun. Das ist das große Problem. Der hat nichts zu tun auf den Feldern, deswegen macht er auch nichts. So. 7. Hier. Braucht man sonst noch was? Stöckchen haben wir noch. Stroh haben wir noch. Nö, müsste passen. Haben wir denn die Felder? Genau, das müssen wir gucken. Ob wir auf den Feldern... Nö, hier ist Kohl eingesetzt, aber der kann halt jetzt nicht gesät werden im Herbst. Dann haben wir... Was war das? Das war Lachs, oder? Ist auch gesetzt. Möhren ist auch... Nee, das ist alles besetzt. Das ist alles gut. Alles gut. Es muss halt nur... Der Winter kommt ja, ne? Wir sind im Herbsttag. Machen wir das Ding mal fertig. Ich denke mal, dass der einfach nichts zu tun hat. Okay. Nice. Fischerhütte abgeschlossen. Yay! Und was kann man hier machen? Außer in die Kiste gucken. Ah ja. Okay, man kann jetzt wahrscheinlich irgendwelche Sachen herstellen. Fischerhütte. Holzlagerfeuer. Naja, gut. Ah ja, hier können wir Sachen kaufen. Wir können den Langbogen herstellen, ein Steinlagerfeuer, eine Rattenfalle und ein Fischernetz. Was machen wir mit dem Fischernetz? Oder soll man eine Rattenfalle holen?
Ne, wir nehmen Fischernetze. Haben wir denn so viel Geld? 1900, ja, das müsste reichen. So. Dann würde ich sagen, dann werden wir unseren Bewirtschafter vom Feld, unseren, wo ist er? Unseren Feldarbeiter Henrik, der ist nämlich auch gut beim Fischen. Dann kriegt er jetzt mal einen neuen Job. Und zwar in der Fischerhütte. Du wirst Fischer. Bin mal gespannt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Fischernetze funktionieren. Das wird ja bei Fallen sein, ne? Da. Da brauchen wir Stöcke. Haben wir genügend. Leinenfaden brauchen wir. Jetzt wird's interessant. Wo bleibt denn unser? Da kommt er. Darf ich vorstellen, unseren Fischer. Was ich noch nicht habe. Gescheites Foto für die Nachwelt. Na? Moinsen. Wo sehen also Fischer aus? Hätte doch die gleichen Klamotten an, hätte ich mal gesagt. Und fischt der jetzt hier? Was macht der jetzt hier? Hallo? Macht nicht wirklich was, oder? Gut, wahrscheinlich ist das so eine stille Arbeit. Oh, dann sieht man auch, dass es eine Fischerhütte ist. Ist. Gudi, dann machen wir Folgendes. Jetzt besorgen wir mal Faden. Ich glaube aber, so viel haben wir gar nicht. Dann muss ich jetzt mal kurz im Lager gucken. Ob wir da noch... Wo hat er das dann hin? Ist das in der Scheune oder ist das im Lager? Nö. Ja, auch noch Karotten und Kohl. Echt viel Kohle, das müssen wir mal alles verarbeiten. Dann wird's. Ist das hinten? So, Flachshalm. Oh, da haben wir echt wenig. Gibt einen Faden. Aber wir haben aber Flachs. Wenn wir Flachs haben, können wir das dreschen. Wir müssen das Feld größer machen. Wir müssen das Flachsfeld größer machen, sonst kommen wir niemals auf ordentlich Faden. Wir machen Folgen. Ist das das Flachsfeld? Gar nicht angelegt. Na gut, weil es wahrscheinlich nicht bestellen konnte, ne? Das wird das Problem sein. Das machen wir später neu. Okay, dann würde ich sagen, ich gucke mir ganz kurz mal an wegen dem Faden, aber ich glaube, dass wir, ja, wow, ein Leinenfaden aus diesen 10, das ist ja richtig ergiebig. Jetzt haben wir 50, ob wir das noch schnell durchdreschen? Wir müssen in die Scheune, ne? Okay, das sind ja, sagen wir mal, sind das 5 Sekunden? Gucken, ob wir die Punkte dafür kriegen. Ihr müsst jetzt einfach dabei sein. Tut mir leid, aber ihr müsst euch das jetzt mit angucken. Dann mache ich jetzt keinen Cut. Okay, das sind 5. Wie viel braucht man? 6 Fäden, ne? Meine ich. Dann müsste es reichen für ein Fischernetz. Dann hätten wir zumindest schon mal ein Fischernetz gebaut. Ich bin mir halt unsicher. Wird wahrscheinlich funktionieren wie die Fallen, also ähnlich wie diese Hasenfalle oder halt auch diese Vogelfalle. Ich will nur überlegen, dass wir die Hasenfalle wieder aufstellen, weil es gibt auch wieder Punkte, wenn wir die regelmäßig abgrasen. Wir brauchen 6 Fäden und ein bisschen Stöcke. Stöcke haben wir. Das langt. Wunderbar. So.
Dann, jetzt müssten wir ja eigentlich die Samen haben, oder? Leinsamen, ja. Haben wir die schon drin? Kohlsamen, Leinsamen, ja, wir packen die einfach hier rein. So. Und jetzt müssen wir nochmal in die Näherei. Ein Leinenfaden, tatsächlich. Uff, das ist echt, das ist nicht ergiebig. Ja, das sind genau die 6 Fäden. Meine Hose sieht ganz schön zerschlissen aus, ne? Na gut, wir haben die Fellstiefel echt noch an. Naja. Auch im Sommer warme Füße. So, dann probieren wir mal. Aber wir müssen auf jeden Fall das Flachsfeld größer machen. Das ist ja so nix. Und wir müssen mal in der Stadt gucken, was Hühner kosten. Aber da müssen wir erst noch ein bisschen Kohle scheffeln. So, hier ist schön flach. Wollen wir mal einen Schluck trinken, bevor wir das Fischnetz aufstellen. Was erwirtschaftet der jetzt? Erwirtschaftet der hier eigentlich durch das... Macht er da Fische? Ach ja, Fisch. Gut. Machst du gut? Siehst nicht so glücklich aus, aber du darfst auf dem Feld arbeiten demnächst. War das nicht, dass man im Herbst Flachs anbauen sollte? Machen wir gleich noch. So, dann machen wir jetzt hier Falle Fischernetz. Keine Ahnung. Oh, da werden da wahrscheinlich Fische drin reinkommen. Keine Ahnung. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall mal machen, wir werden noch ein größeres Flachsfeld anlegen, jetzt unabhängig davon, welche Jahreszeit jetzt ist. Ich überlege nur gerade, in welche Richtung. Hier stehen ein paar schöne Bäume. Hä? Warte mal, was haben wir denn? Wir haben nur 3 Felder. Ungepflügtes Feld. Ungepflügtes Feld. Ach, das sind die 3. Okay, alles klar. Dann... Hauen wir das hier, oder? Hauen wir den Baum weg? Oder setzen es hier so dazwischen? Wir setzen es hier dazwischen. Ich will nicht alles zerstören. Bauen, Landwirtschaft, Feld. Okay. Fünf sind 30. 36. Geht nicht. Und da geht's auch nicht. Dann machen wir das so. 36 langt. So. Und wenn wir jetzt im Management dem Ding sagen, du machst hier Flachs. Akzeptieren. Ich weiß halt nicht, wie viel dabei rumkommt. Vorher hatten wir 10 und wir hatten 50. Ah, das müsste erstmal lang. Ah, das wäre sonst wird es hier auch zu groß mit den Feldern. Das passt schon. Wenn nicht, müssen wir auch mal gucken, dass wir uns vielleicht in die andere Richtung ausbreiten. Da ist noch ein bisschen mehr Platz und dann können wir das immer noch machen. Das passt schon soweit. Ja, ich denke mal, den Fischer, der kann natürlich jetzt Fisch besorgen. Aber ich würde ihn wahrscheinlich doch dann wieder auf die Felder setzen. Er soll dann lieber die Felder bewirtschaften. Ja. Das machen wir auch. Du kommst wieder auf die Felder, Scheune. Und du bist ein Feldarbeiter. So, du darfst gehen. Danke für deine Arbeit. Hast du sehr schön gemacht. So, ist die Frage... Selber, wir könnten ja Felder bestellen, ne? Das würde gehen. Nehme ich den Fischlass hier drin, der wird ja nicht schlecht in der Kiste, ja. Dann lassen wir das so. Okay, wir haben in der Folge einen Hühnerstall gebaut, wir haben eine Fischerhütte gebaut, ein Fischernetz. Und wir haben ein neues Feld angelegt, um das sich jetzt Henrik kümmern wird. Jetzt werde ich mir meiner Frau noch ein Mahl holen. Da haben wir noch was zu essen einstecken. Nope. Das ist ja gar nicht meine Frau. Meine Frau ist ja zu Hause. Die ist ja mit unserem Sohn schwanger. Fleisch mit Soße, Eintopf.
So. Gucken, ob das langt, aber ich glaube nicht. Das ist ziemlich... Jo, da geht noch eins. Haben die schon so viel Eintöpfe gegessen? Da hatte ich den Großteil, hatte ich glaube ich drüben rein, ne? Wie viel Essen haben wir denn noch? Holz können wir nachmachen, Essen haben wir genügend. 2900. Das ist eine Menge. So. Ich würde sagen, ich verabschiede mich aus dieser Folge aus Synapsia. Die Fischerhütte ist gebaut. Es wird so langsam. Unser kleines Dorf wächst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.